Ja, es ist möglich, als Buy and Hold privater Immobilieninvestor ohne Einzelunternehmen, ohne GmbHs etc. dir einen Minijobber einzustellen. Du musst kein entsprechendes Gewerbe haben, damit du Mitarbeiter anstellen kannst. Du kannst Mitarbeiter auch auf deinem privaten Buy and Hold Bestand aus Vermietung und Verpachtung anstellen und die können für dich entsprechend tätig werden. Was ist da der Sinn dahinter? Du brauchst Zeit für Objektakquise. Die kannst du entweder erreichen, indem dein Job kürzer trittst, 4 Tage Woche, 3 Tage Woche, oder indem du dir Zeit über Mitarbeiter einkaufst. Beide Strategien solltest du idealerweise parallel fahren. Das Führen von Mitarbeitern, das musst du dich vielleicht erstmal ein Stück weit gewöhnen. Ein toller Einstieg kann sein, jungen Investoren, die erst noch am Anfang stehen von ihrem Wissensaufbau, allerdings fasziniert sind von dem Thema Investment und eben auch schon da die entsprechenden Grundlagen haben, sie heranzuführen, indem sie für dich entsprechend agieren und indem du ihnen einen Minijob anbietest. Schau also auf den Immobilienstammtischen und such dir Partner, die du als Minijobber bei dir entsprechend einsetzen kannst. Damit ermöglichst du ihnen, dass sie mehr Eigenkapital aufbauen und Wissen dazu gewinnen und du gewinnst einen motivierten Mitarbeiter dazu. Alternativ kannst du natürlich auch auf dem Markt suchen, über die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit entsprechend kostenfrei ausschreiben. Hier gibt es eben dann die Idee, klassischerweise eher Mitarbeiterinnen einzustellen, nämlich welche mit Kindern oder Ehemann, die hier noch was dazu verdienen wollen und hier langfristig erhalten bleiben. Die jungen Studenten, von denen würde ich abraten, die bleiben dir nicht langfristig. Das heißt, du investierst viel Zeit rein und dann gehen die dir nach kurzer Zeit wieder weg und du musst wieder jemanden neu einarbeiten. Das führt zu einer Fluktuation und ist sehr, sehr anstrengend. Also der Investor als Kollege, den du reinholst über einen Minijob, ja, denkbar, denn er bringt ja schon Wissen mit und das entsprechende Mindset dazu. Der Student eher nicht, dann lieber entsprechend die Hausfrau mit Kindern, die dir über viele Jahre entsprechend erhalten bleibt und die vielleicht sogar, wenn die Kinder weg sind, auf Teilzeit oder Vollzeit entsprechend bei dir dann aufstocken wird. Wie funktioniert es vom Ablauf her? Du beantragst beim Betriebsnummernservice der Bundesagentur für Arbeit eine entsprechende Arbeitgebernummer. Wenn du die entsprechend hast, dann kannst du deinen Zugang bei der Bundesagentur für Arbeit für das Online-Portal, für die Jobbörse beantragen, um dort entsprechende Stellenausschreibungen zu machen. Zusätzlich können Stellenausschreibungen in lokalen Mitteilungsblättern von den Gemeinden entsprechend interessant sein. Oder du suchst in den entsprechenden Facebook-Gruppen, auf den entsprechenden Stammtischen oder sonstigen Jobportalen entsprechend nach deinem Mitarbeiter. Wie funktioniert es mit der Anmeldung? Du kannst grundsätzlich das selber machen. Zum Beispiel, wir nutzen dafür Stohtaktgehalt und Lohn und rechnen damit entsprechend ab. Du kannst aber auch über deinen Steuerberater gehen oder über ein Lohnbüro. Steuerberater kostet es daumenmäßig so etwa 15 € pro Monat, die Lohnabrechnung entsprechend zu erstellen. Was macht er? Er erstellt entsprechend die Lohnabrechnung. Er macht die Anmeldung bei der Bundesknappschaft. Die Bundesknappschaft ist hier entsprechend zuständig. Minijobzentrale oder Bundesknappschaft Bahnsee heißt die entsprechend. Hieran werden die etwa daumenmäßig 30% abgeführt an Pauschalversteuerung. Dann machst du mit deinem Arbeitnehmer einen entsprechenden Ausschluss, dass er nicht in die gesetzliche Rentenversicherung den erhöhten Beitrag abführen möchte, und schließt den Arbeitsvertrag entsprechend. Und dann wird es an die Bundesknappschaft gemeldet und dann monatlich entsprechender Beitrag gemeldet oder Dauerbeitragsnachweis, je nachdem, was notwendig ist. Ans Finanzamt erfolgt entsprechend hier keine Abrechnung, denn die pauschale Lohnsteuer zieht die Bundesknappschaft entsprechend mit ein. Generell gilt hier der gesetzliche Mindestlohn. Bei Büroarbeitern sind wir hier bei etwa 9,60 € in 2021. Und möchtest du einen Bauhelfer einstellen, dann gilt hier der Bauhelfer-Mindestlohn entsprechend. Hinzu kommen noch entsprechende Beiträge für die Berufsgenossenschaft. Auch hier musst du dich initial einmal hinmelden und einmal im Jahr wird entsprechend eine Meldung erstellt. Das kann auch eben über den Steuerberater entsprechend laufen. Und bei einer Bürokraft fällt hier fast nichts an, das fällt kaum ins Gewicht. Bei einem Bauhelfer kannst du mit etwa 1,50 € die Stunde rechnen, was hier nochmal eben entsprechend an Berufsgenossenschaftsbeiträgen
Aufträgen entsprechend abzuführen ist. Du kannst beliebig viele Minijobber einstellen. Die 450 Euro müssen auch nicht ausgeschöpft werden. Es können auch mehrere Minijobverhältnisse bei verschiedenen Arbeitgebern stattfinden. In Summe eben die 450 Euro nicht überschritten. Leute können ihren Minijob zusätzlich zur normalen Tätigkeit machen, so zum Beispiel dein Investor-Kollege vom Stammtisch etc. etc. Und die ganzen Ausgaben können im Rahmen der Vermietung und Verpachtung entsprechend abgesetzt werden.